Schön, dich zu sehen. Ich bin Julie Kernchen, für dich Julie. Hallo Julie. Schön, dass du hier im Nationalen Erprobungszentrum bist. Ich bin hier wissenschaftliche Mitarbeiterin und meine Aufgaben sind es unter anderem, wissenschaftliche Infrastrukturen in Betrieb zu nehmen und weiterzuentwickeln. Und meine Aufgabe ist es, komplizierte Sachverhalte einfach und für jedermann verständlich zu erklären. Willkommen auf dem 51. Breitengrad, 53. Minute Nord, 11. Längengrad, 24. Minute Ost. Genau, um es kurz zu machen, wir sind im Kochschnitt. So kann man es auch sagen. Aber wollen wir mal reingucken und schauen, was heute hier so los ist? Gerne. Wir betreiben hier einen kompletten Flughafen, der aufgrund seiner abgelegenen Lage ideal als Erprobungszentrum ist. Auf unserem Flughafen können wir sowohl wissenschaftlichen Einrichtungen als auch Unternehmen sehr realitätsnahe Möglichkeiten für die Erprobung von UAS bieten. UAS steht für Unmanned Aircraft Systems. Das sind unbemannte Luftfahrtsysteme. Und diese unbemannten Luftfahrtsysteme können ganz unterschiedlich aussehen. Die können eine Vielzahl von Rotoren haben oder starre Flügel. Da ist eigentlich alles denkbar, von einer kleinen Kameradrohne bis zu einem großen Lufttaxi. Aber damit die hier abheben können, ist viel Vorarbeit nötig, auch wenn unser Flughafen so abgelegen ist. Wir haben zwei Hangar, Werkstätten, einen Windcube zum Messen von Windbedingungen. Außerdem haben wir eine Motion-Plattform, mit der kann man Schiffsdecksbewegungen simulieren. Ansonsten natürlich noch die technische Infrastruktur. Das ist Kommunikationstechnik, optisches Tracking, Fahrzeuge und vieles mehr. Neben all den komplexen technischen Systemen wimmelt es hier außerdem von Komponenten, die für die Organisation unverzichtbar sind. Wir nennen sie Mitarbeitende, so wie dieses interessante Exemplar hier. Mein Name ist Daniel Sülberg. Ich bin hier der Leiter des Nationalen Erprobungszentrums für unbemannte Luftfahrtsysteme. Meine Aufgabe hier ist es, dafür zu sorgen, dass sowohl aus technischer als auch aus regulatorischer Seite die Rahmenbedingungen so weit stimmen, dass die Leute, die hier ihre Projekte machen und ihre Erprobungen machen wollen, inklusive den Firmen, die hierher kommen, eben die richtigen Bedingungen vorfinden für ihre Erprobung. Das ist insgesamt eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Und wir sind jetzt vor allem auch dabei, als großes Flaggschiff einen sogenannten U-Space aufzubauen, einen Drohnenluftraum, in dem dann hinterher unsere Kunden aus der Industrie, aus der Forschung, aus den Behörden und von ganz vielen unterschiedlichen Partnern hier erforschen können. Ein U-Space ist also ein ausgewiesener Luftraum, in dem ein spezielles Verkehrsmanagement unbemannte Luftfahrzeuge koordiniert. Genau, und dafür braucht es eine ATZ, eine Aerodrome Traffic Zone. Die ist immer dann geschaltet, wenn UAS fliegen. Und die kann man am besten von unserem Tower aus sehen. Und da können wir jetzt mal hingehen. Roger. Aufzug. Arti, jetzt kannst du dich selber überzeugen. Hier wird getestet und geflogen. Schließlich sind wir ein Flughafen mit richtiger Landebahn. Errechnete Länge 3100 Meter. Hey Jürgen, heute ist hier ganz schön was los, oder? Ja, die Drohnen-Challenge hält uns ganz schön unter Beschäftigung. Durch unsere Systeme wissen wir immer ganz genau, wo was wann passiert. Willkommen heute auf der Offshore Drone Challenge. Hier können verschiedene Drohnenhersteller zeigen, wie gut ihre Lösungen schon heute geeignet sind, um Windparks auf See mit Gütern zu versorgen, wie Ersatzteilen oder auch Equipment. Die Drohnen, die wir hier heute sehen, sind so ungefähr 40 bis 50 Kilogramm schwer. In Zukunft hoffen wir, ungefähr 200 Kilogramm zu transportieren und in weiterer Zukunft vielleicht sogar Personal und Menschen. Julie, das ist ja echt alles sehr beeindruckend hier. Das stimmt. Hier wird schließlich nicht nur geforscht. Wir haben hier auch vieles andere. Natürlich eine Betriebsfeuerwehr. Visueller Abgleich erforderlich. Hi Lutz, Arti würde euch gern kennenlernen. Hi Julie, hi Arti. Endlich hast du Zeit für mich. Hallo Lutz. Willst du mitfahren? Steig ein. Aber natürlich. So, Arti, das war's. Danke, Lutz. Sehr gern.
Tja, da hast du jetzt eine ganze Menge hier in Kochstedt gesehen. Hat es dir gefallen? Spannend, woran hier so geforscht wird. Danke, Julie. Bitte, bitte. Ich wünsche dir eine schöne Heimfahrt. Ciao. Kommunikation abgeschlossen. Tschüss.